Hallo zusammen. Ja, morgen ist es wieder soweit, das Wochenende ruft und ich freue mich auf jeden Fall schon tierisch drauf. Warum auch ihr euch freuen könnt? Na klar, es gibt wieder eine Menge Veranstaltungen bei uns im Sendegebiet und eine kleine Auswahl davon habe ich euch wieder zusammengetragen. Natürlich hoffe ich, dass wieder für jeden von euch das Richtige dabei ist. Let's do the time warp again. Darauf könnt ihr euch am Freitag in der Stadthalle in Boppard freuen. Vor einigen Jahren sind Janette und Poet auf dem Weg in die Flitterwochen nach einer Reifenpanne im Haus des verrückten Frankfurter gelandet. Nun sind sie auf dem Weg in den Urlaub und erleben ihren Albtraum von damals in ähnlicher Form wieder. Nach einer Reifenpanne geraten sie in eine Gewitternacht in einer scheinbar unbewohnten Villa. Sie haben keine Wahl und müssen die Nacht dort verbringen. Doch genau wie vor Jahren wird es eine eher unruhige, verrückte und musikalische Nacht. Ja, erlebt einen schaurig schrägen Abend, der mit vielen Liedern aus den verschiedensten Musicals gespickt ist. Egal ob Grease, Hair, die Rocky Horror Picture Show oder das Phantom der Oper. Hier bekommt auf jeden Fall jedes Musical eine ganz, ganz neue Bedeutung. Das Ganze wird von der Freien Bühne Neuwied inszeniert und die Tickets bekommt ihr im Vorverkauf bereits ab 13,95 €. Wenn ihr also Lust auf einen musikalischen und abwechslungsreichen Abend habt, ab nach Boppard mit euch. Los geht's um 20 Uhr. Musikalisch wird es auch im Café Hahn in Koblenz-Gülz und zwar auch am kommenden Freitag mit der Johnny Cash Experience. 5 Musiker vom Niederrhein und dem Münsterland haben sich dem Sound der amerikanischen Country-Legende verschrieben. Der Name ist Programm und die Jungs haben auf jeden Fall einen authentischen Sound und erinnern somit ehrwürdig an den legendären Man in Black. Ja, Tickets hierfür bekommt ihr wie immer über die Website vom Café Hahn, diesmal zum Preis von 16,90 €. Musik genießen und dabei etwas Gutes tun. Das könnt ihr ebenfalls am Freitagabend und zwar in Bad Ems. Hier veranstalten Area 51 Entertainment und die Musikinitiative Bad Ems ein Benefizkonzert zugunsten der Tierheime im Ahrtal. Los geht's um 17.30 Uhr an der unteren Malbergstation in Bad Ems. Eintritt ist frei, aber Spenden sind unbedingt erwünscht. Insgesamt 5 Formationen werden an diesem Abend für euch spielen und die Veranstalter haben schon weitere Überraschungskünstler angekündigt. Ihr verbringt die Abende am Wochenende lieber zu Hause und seid eher so die Frühaufsteher? Musik darf dabei aber auch nicht fehlen. Dann könnt ihr euch am Sonntagmorgen auf The Wild Bobbin Bamboons freuen. Rock'n'Roll Musik zum Frühstück? Ist nicht euer Ernst. Aber sicher, das passt nicht nur hervorragend zusammen, sondern ist vollwertig, gut, bekömmlich und regt den Kreislauf an. Hier gemütlicher Brunch und da die Golden 50s live und in Farbe auf der Bühne. Das Café Hahn tischt auf und die Wild Bobbin Bamboons würzen nach. Mit Rock'n'Roll so wie er sein soll. Mitreißend und energiegeladen. Die Tickets hierfür kosten im Vorverkauf 33,40 Euro und das Frühstück ist bereits im Preis inbegriffen. Am Sonntagabend kann es dann für euch weitergehen und zwar erneut in der Stadthalle Boppard, diesmal dann mit Django Reinhardt und seiner Show Zurück zum Swing. Das Ganze wird veranstaltet von Lotto Rheinland-Pfalz und Kick for Health und ist auch ein Benefizkonzert. Tickets gibt es zum Preis von 23 € unter www.ticket-regional.de. Das waren sie wieder, meine Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende. Es wird also sehr musikalisch in der Region und ich hoffe, dass für jeden das Richtige dabei ist. In der nächsten Woche bin ich ausnahmsweise mal im Urlaub und meine Kollegin Mandy wird mich hier vertreten und für euch die Veranstaltungen aus der Region zusammenstellen. Bis dahin, habt eine tolle Zeit und bleibt gesund.